Hallo, meine Lagerregale kaufen den Großbesteller und herzlich willkommen zurück zu weiteren lauschigen Ründchen hier bei Supermarket Simulator. Immer noch eine Aufnahmesession, ich glaube, von der gestrigen Folge. Und für euch ist das schon noch mal ganz weit. Es ist, glaube ich, am Samstag und es müsste jetzt die, wenn ich richtig zähle, die Donnerstagsfolge sein. Oh, James Bond. Ah, ich bin Bond. James Bond. Genau, wir haben unser Lager jetzt hier ein bisschen aufgebaut. Wir haben jetzt einiges an Geld ausgegeben, müssen jetzt, glaube ich, nochmal eine Rechnung bezahlen. Und dann, meine Damen und Herren, ja, dann machen wir das Geschäft auf. Und dann werden wir mal gucken, was uns heute erwartet. Ich habe ja schon überlegt, also von der Lizenz her wäre es ja schon irgendwie cool. Bleichmittel, Reiniger, Geschirrspültabs, Handseife, Shampoo, Toilettenpapier. Das sind ja alles Kohle- oder Trockenprodukte. Und da brauchen wir auf jeden Fall ja mindestens zwei Regale für das Ding. Mozzarella, Parmesan, Honig, Thunfisch, Bio, Eier, Viererpack und Puderzucker. Das ist zum Großteil, glaube ich, gekühlte Ware. Und ja, da bei dem müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern. Aber vorher würde ich, glaube ich, Lagererweiterung machen. Weil Lager würde ich erstmal hier nochmal ein bisschen vergrößern. Dann könnten wir nämlich... Ma'am, Sie sehen schon, dass da jemand steht und da nicht. Ich hoffe, dass er bald das mal einbaut, dass er, dass die NPCs halt sehen, da ist jetzt jemand dran, der, jetzt kann ich darüber gehen und dort werde ich bedient. Das wäre halt toll, wenn sie das sehen würden. Das würde halt nochmal eine ganze Menge was bringen, dann wärst du... War die Platte schon immer so schief? Warum ist sie schief? Da fehlt doch gar nichts. Oh, einmal Tee für den Herrn. $6. Heute sind aber Kleinkäufer da. Ich möchte ihn gleich 60, weil ich einfach hier stehen muss, anstatt sich an die Kasse gehen. Ach ja. Oh, wir verkaufen mal wieder Joghurt. Haben wir schon eine Weile nicht mehr verkauft, ne? Aber das würde ich auch feiern, wenn er wirklich darauf achten müsstest, wie sieht das aus mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum und so, und ob du da auch die Möglichkeiten hast und. Wäre bestimmt schon interessant, aber die muss er dann auch wieder sehr sinnvoll setzen. Weil du kannst die jetzt auch nicht so setzen, so nur weil du halt lustig bist. Ah, jetzt setze ich den das mal so. Und dann musst du halt damit klarkommen. Sondern muss schon so sein, dass du damit auch was anfangen kannst. 1, 2, 3, so. Ah, fast 60. Ja, fast 6 Regisen wieder sind wir. Das ist schon mal was ganz Feines. Was haben wir dann da unten eigentlich? Den haben wir noch soweit, glaube ich, gar nicht verkauft. Weiß ich überhaupt von den Sachen, die wir hier sind? Der Kaffee hatten wir schon wieder ein bisschen verkauft. Aber die Elo-Nudeln werden jetzt schon doch wieder weniger. Elo-Nudeln. So, genau, da haben wir nämlich schon. Und da sind sie nämlich schon wieder weg. Ja, meine Husten ist immer noch nicht weg. Wie viel Öl brauchst du denn? Na gut, ich will es nicht wissen. Öl kann man für vielerlei Dinge benutzen. Und das wollen wir natürlich nicht ihm jetzt irgendwie... Oh. $107. Sag mal, Leute, ihr wisst schon, dass da drüben noch eine zweite Kasse geöffnet ist. Ihr müsst euch nicht hinten anstellen, nur weil ich hier stehe. Ich weiß, ihr wollt mich alle kennenlernen und so, und damit ich euch ein bisschen vollquaggel und so. Aber wäre doch trotzdem viel gechillter und angenehmer, wenn ihr einfach mal darüber huschelt. Meine Jüse, das ist ja nicht normal hier. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Meine Güte. So, jetzt will ich aber erstmal gucken, was haben wir denn hier schon? Nudeln sind ein bisschen, die Elo-Nudeln, die gehen schon wieder ein bisschen raus. Wo sind denn die Elo-Nudeln? Die habe ich doch gerade erst rausgeholt irgendwo. Hä, bin ich doof? Ja, ich weiß, ihr müsst die Frage nicht beantworten. Ach, ich muss mich an die Bilder ein bisschen gewöhnen. Die Elo-Nudeln werden wir wieder ein bisschen auffüllen. Dann packen wir sie wieder weg. Mach sie irgendwie schon automatisch zu. So, zwei Schaben waren noch drin. Hallöchen. Zwei von der normalen Nudeln. Ich sollte die normalen Nudeln noch mal einmal bestellen, denn die scheinen gerade auch ein bisschen wert zu gehen.
Ich finde aber gute Einkäufe bis jetzt, ne? Also schon jetzt nicht ohne. Wir sind bei 6,4 schon wieder. Oh, unsere 6er Milch ist gleich leer. Da können wir schon mal nachfüllen. Wir müssen halt immer gucken, dass wir up to date bleiben, dass da nichts rausfliegt. Erdnussbude habe ich gesehen, haben sie auch ein bisschen abgekauft. Ist schon nicht schlecht. Aber Olivenöl ist schon wieder raus. Was ist denn da los? Habe ich überhaupt noch Olivenöl? Ich glaube, ich habe kein Olivenöl mehr. Aber ich glaube, ich habe noch Salz. Salz haben sie auch schon wieder ein bisschen gekauft. Jetzt greifen sie beim anderen Öl zu. So, dann Salz hier rein. Da oben habe ich noch normale Nudeln. Doch, Olivenöl habe ich da. Normale Nudeln. Aber dann ist das ja auch schon wieder leer. Und dann muss ich das Olivenöl auf jeden Fall mal nachrüsten wieder. Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss eh gleich erstmal Licht anmachen. So. Ich finde es schon passend mit dem Lager. Muss ich erstmal jetzt ein bisschen drauf einspielen wieder, weil jetzt fast vorher auf dem Boden mal geguckt. Oh, ein paar Jojuts. Ein paar Jojuts will er haben. Das ist gut. Jojuts sind immer gut. Das hier sieht jetzt sehr viel wieder aus, was er da gekauft hat. Aber im Endeffekt, preislich gesehen, günstiger. Ja, ich sehe schon, Sie wollen lieber bei mir bedient werden. Ah, ist doch kein Problem. Dann kriegen Sie noch ein kostenloses Lächeln und $1 Retour. Da möchte jemand eine Menge Apfelsaft trinken. $24,70 haben wir da. Sehr schön. Und dann haben wir $9,80. Sehr gut. Wir sind schon bei 6,8, meine Damen und Herren. Haben wir noch irgendwas? Warte mal, müssen wir mal kurz gucken. Ah, Nudeln gehen leer, das geht leer. Wir haben Reis ein bisschen weniger. Reis, haben wir irgendwo Reis? Reis, 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 Reis. Ich habe noch die normalen Dings. Da Bums. Nee, Reis scheinbar nicht mehr, aber. Ich kann dir noch ein bisschen Pudelinski-Tuckle geben. Ja, tolle Wurst, da ist ja gar nichts bei. Der fast gar nicht gekauft. Habt ihr ja fast gar nichts gekauft. Da muss ich mal gleich mal nachgucken, was ich noch so da habe. Das ist halt auch ein bisschen schwierig. $40,90, der Herr. Na dann, wollen wir mal gucken. Das war der $40,90 geben. Und die Dame hat jetzt auch gleich noch mal ein bisschen was gekauft. $2,80 Retour. Und zweimal Milch. Oh, ja, gut, die gibt es immer für $25. Ne? Also ist jetzt nicht unbedingt so, dass es für uns ein schlechtes Geschäft gewesen war. 15 $ und 60 Cent. Ja. Meine Güte, kommen hier viele Kunden an. 68,90 ist schon übrigens wieder um 9 und wir sind bei 7000. Wir haben keine Erdnussbutter mehr. Naja, aber der Rest, der geht noch. Ne? Aber Apfelsaft haben sie auch schon wieder gut leer gekauft. Habe ich denn noch Apfelsaft drin? Ich glaube, Apfelsaft hatte ich noch. Ne, ich habe O-Saft. Ich glaube, die hier haben wir auch ein bisschen was verkauft. Ne? Ja, sehr schön. Da, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer hätte das geahnen können, dass der bei mir jetzt klingelt und bei mir unbedingt einzukaufen? Ja. Letzter Kunde, weil die eine Dame hat, glaube ich, nicht gefunden, was sie wollte und ist gegangen. Und der Kunde muss natürlich noch sagen, ja, ich will aber lieber bei dir einkaufen. So, $49,60. Elo Spaghetti-Nudeln hatten wir schon wieder nicht mehr. Haben wir hier übrigens auch einen Lichtschalter? Nee, wa? Wir haben aber auch nur noch zwei Elo Spaghetti-Nudeln. Ist auch nicht mehr viel. So, wir müssen jetzt natürlich erstmal nochmal ein bisschen Ware aufsortieren, damit wir es auch loswerden. Das haben wir auch los. Haben wir erstmal wieder kein Sulz mehr. Einmal, dann merkst du es, man wird die Ware ja doch schon irgendwie los. Milch, glaube ich, hatten sie auch nochmal nachgekauft. 5 Packungen. Aber immerhin etwas. Was haben wir denn da? Da haben wir noch den roten Mehl. Da haben wir jetzt erstmal nur 2. Hat da immer noch 8 Stück drin. Koffee, glaube ich, haben auch einiges verkauft. Zwar nicht komplett.
Oh, doch komplett leer die Schachtel wieder. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Chuckabick. So. So. Und ja, dann ist der auch erstmal leer. Das passt. Dann haben wir nur noch einen davon. Ich glaube aber, den haben wir doch noch jetzt verkauft. Na, genau, guck mal. Da, weg damit. Ist ja kein Dank. Auch leer. Alles, was wir in der Regale leer machen können, das freut uns. Warte mal, bei der Turbo-Cola weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber nimm mir bitte erstmal den Zweierpack aus, bevor du die. Ich laufe immer wieder da rein. Weil der von der Bewegung her noch nicht ganz so frohlockend ist, muss ich sagen. Weißt du das eigentlich? Könntest du die in die Nebendinge da einräumen? Dann habe ich die nämlich auch erstmal los. Wenn ich die los bin, dann verkaufen wir die halt so in der Masse. Okay, dann wollen wir mal den nächsten Tag hinüberrutschen. Ja, immerhin 599 plus gemacht. Gar nicht so viel war, aber wir haben auch 778 bestellt. 1300 war etwas schwächerer Tag, muss ich sagen. Pepitas Kuchen ist runter, der Schokoladenriegel ist runter. Ja. Okay, 3 Dollar, okay, da war bei 3. 93. Ach, der hier ist runtergegangen. 5,50 auf. Ah, okay. Es geht aber. Also bei 5,30. Es ist auch okay. Warte mal. Welche waren jetzt die beiden, die weg sind? Die Zepp-Soda ist hochgegangen. Der Kuchen ist runtergegangen. Und der Schokoriegel ist runtergegangen. Zeig mir aber nicht an, wenn was hochgegangen ist. Die Pepsoda ist hochgegangen. Dahin so 13. Da sind wir jetzt bei 3,60. Ist okay, ist schon besser. So, also dann brauchen wir jetzt ja nochmal bestellen. Also wir brauchen einmal Öl, einmal das, einmal das, einmal das. Der ist voll. Einmal das. Wie sieht es denn aus mit Käse? Auf jeden Fall einmal Käse. Kaffee brauchen wir jetzt auch nicht erstmal. Gut, kaufen wir erstmal. Dann sehen wir mal, was wir aufsortieren müssen noch. Ja. Ich weiß ja, im Lager, wir können da auch noch mehr halt hinpacken, ne? Guck mal, wir könnten noch einmal Käse kaufen. Dann hätten wir genug Käse drin, ne? Würde ich jetzt aber lassen, denn der Käseandrang ist ein bisschen niedriger, als dass ich jetzt da zu viel auch kaufen möchte. Ich muss ja auch mal gucken, dass ich dann so ein bisschen vorkaufe zwar, dass wir dann aber noch mal eine Runde schaffen, wo wir viel abverkaufen mit weniger Einkauf, wo wir da noch mal Geld rausholen. Wenn wir jetzt keinen Kaffee zum Bleistift nachkaufen müssen, dann haben wir da auch noch mal eine gute Möglichkeit. So, ja, okay, einmal Reis, Erdnussbutter. Erdnussbutter, Reis, Nudeln, Salz, Olivenöl, die Bohnen auf jeden Fall. Mehl ist noch da. Warte mal, das, habe ich das nicht noch da? Ne, ich habe nur den Kuchen da, ne? Ich habe nur den Kuchen da, leider. Ich habe nur den Kuchen da. Also brauchen wir die Schokolade auf jeden Fall. Einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Den sowieso. Zack, zack. So, Salz. Salz ist schon mal gut, dass wir es kaufen, weil das ist, was man immer wieder. Oh, ich habe es da reingeräumt. Dann kannst du den hier wieder wegmachen. Dann schmeiß ich mit dem mal da rein. So. Was haben wir jetzt hier? Ah, Papitas. Immer ein bisschen was nachholen.
Ist schon interessant, dass du halt immer wieder, da musst du das nochmal holen, musst du das nochmal holen, dann ist es halt so, ne? Da rein. Was haben wir jetzt hier? Elu Spaghetti. Die verkaufen sich auch immer wie am Band. Aber wir müssen ja auch gucken, dass wir ein bisschen Geld reinholen. Wir brauchen Geld, um uns zu erweitern. Und ohne, wenn wir uns nicht erweitern, dann kommen wir halt auch nicht mehr weiter. Immer mache ich mir dann das ist dann Süßigkeiten, das sind dann, das ist dann normales Essen und. Ich werde mir dann irgendwann so Lagerregale wirklich so zulegen, dass ich weiß, okay, jetzt brauche ich die Süßigkeiten, sind da, dann brauche ich das, dann habe ich mir das dahin und. Dass du immer die Möglichkeiten hast, die richtigen Sachen dir zu holen, damit du dann nicht sagen musst, wie jetzt, was jetzt, sondern wirklich gleich drauf zugreifst und sagst, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Machen wir fertig und ab dafür. So, was haben wir hier? So, Reis und Erdnussbutter. So, ich wollte jetzt eigentlich nicht so viel bestellen. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wir brauchen aber auf jeden Fall Apfelsaft. Erstmal nur Apfelsaft. Nur ein Apfelsaft noch. Und dann starten wir den Laden und dann gucken wir mal. Nur ein Apfelsaft, ja? Komm, mach nur einen und das ist schon okay. So. Klack, 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 klack. So, und dann haust du mir den einfach hier noch rein, dass der rauskommt. So. So. Und let it go. Den müssen wir einfach holen. Wir brauchen den Apfelsaft. Weil den haben sie auch ganz gut eigentlich rausverkauft. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt als nächstes wieder einnehmen. Und dann müssen wir eigentlich überlegen, ob wir nicht doch jetzt die 800 mal investieren. Um unser Lagerraum einfach nochmal zu erweitern. Wenn wir das was schon haben, dass wir dann die nächsten Regale schon mal mit aufbauen können. Na, ich war Gunther. Boah, siehst du aus, so war. Eigentlich stehen wir gut. Ich will immer wieder mehr anhäufen, dass ich immer noch mehr habe. Aber weißt du was? Ihr habt recht. Wir brauchen einfach mehr Platz im. Na, tolle Wurst. Jetzt hast du es nach hinten herausgeschoben. Wobei, weißt du was, dann nehme ich mir lieber hier erstmal nach vorne. Ich dachte, er schiebt die nach da raus. So, jetzt haben wir hier den größeren Lagerbereich. Unser Lager wächst, würde ich sagen. Ja. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe eine Kundin. Sogar zwei Kunden. Na, hallo. Da drüben ist doch jemand. Ihr hättet euch doch da anstecken können. Ich will bei Ihnen, ich will hier kaufen. Ich gebe nur bei Ihnen. Die fragen jedes Mal danach. Aber bei Ihnen ist es einfach besser. Ja, dann müssen Sie halt hier stehen. Das ist mir doch egal, was der da hinten macht. So kommt man sich manchmal vor. So. Aber ja, guck mal, ja, ist halt so. Dann machen wir hier die Erweiterung. Und die nächsten beiden Erweiterungen sind jetzt halt schwierig. Sag mal, was kann ich denn? Guck mal, jetzt kostet Abschnitt 3, brauche ich 1200 Dollar. Guck mal, das sind allein schon über 3000 Dollar, nur die beiden Abschnitte. Der Wachstum hat aber auch schon 1300, dann müssen wir uns dann nochmal wieder erweitern. Guck mal, wo das auch hinführt. Am Ende kostet das was? 132.000? Ich bekomme kurze Schnappatmung. Was kann ich jetzt mal für einen Kredit machen? Oh, guck mal, jetzt kann ich mittlerweile schon mittlere Kredit machen. Basiskredit. Ich will eine Rückzahlung von so viel. Darlehenslaufzeit. Ach so, 5 Tage, 25 Tage. Und einen mittleren Kredit kriege ich 2000. Was heißt jetzt Zahlungen? Alle Raten sind bezahlt. Ja, na klar.
Ihr wollt mich doch jetzt rollen, oder? Warum kommt ihr denn jetzt alle schon wieder zu mir hier? Meine Güte, der Kollege sitzt da. Ich bin da gerade am Rechner beschäftigt. Wir wollen aber bei Ihnen einkaufen. Ich will nur bei Ihnen, mit niemand anderen sonst. Eine Kasse, die besetzt ist, interessiert mich gar nicht. Ich will hier einkaufen, weil sie unbesetzt war und ich dann klingeln kann. Und dann ist derjenige genervt und das macht mein Leben viel besser. Ja, ich mag sie einfach. Ich will hier einkaufen. Ich mag den Kassierer Günther nicht. Ach, ich wüsste, mir hat mich einfach eingestellt, wo die Schlange ist. Mir war das eigentlich ganz egal. Ich interessiere mich euch nicht. Geht doch mal rüber jetzt, das kann doch nicht wahr sein. Oh, bei ihm ist aber auch schon viel los. Unser Öl geht aus. Unser Öl geht aus. So, was geht uns noch aus? Und unser Elo-Nudeln gehen uns auch aus. Viele Elo-Nudeln haben wir aber leider nicht mehr. Wir haben nicht mehr viele Elo-Nudeln. Da haben wir jetzt keine andere Wahl. Ich muss, also Nudeln muss ich danach bestellen. Es ist halt leider so. Ja, ich bin gleich wieder da. Siehst du? Gut, dass ich die gerade nachgekauft habe. Die haben sie ja gleich schon wieder leer gekauft. Der geht auch schon wieder ran. Ja, cool, wenn du es wirklich so noch hast, so von der Kurve her. Wie ist die Verkaufsfrequenz? Weißt, kaufen die lieber? Holen sie lieber das? Holen sie lieber das? Oder. Das wäre halt auch nochmal sehr interessant zu sehen. Das wäre wirklich interessant zu sehen. Ich meine, unser Tee geht jetzt auch schon wieder leer. Aber lieber, dass jetzt alles so ein bisschen leer geht. Als, ja. Und guck mal, wir kommen trotzdem auf unser Geld. Wir haben es erweitert und wir werden trotzdem auf unser Geld kommen. Wir haben es erweitert, haben Dinge bestellt und haben jetzt aber weniger bestellen müssen. Und jetzt geht es trotzdem raus. Und wenn wir auf die 7000 kommen, dann haben wir 7000 Dollar erstmal auf dem Buckel. Tee fehlt aber schon. Hast du was? Ich glaube, den Tee sollte ich schon mal nachkaufen. Warte mal. Rotes Mehl. Haben wir noch rotes Mehl, meine Damen und Herren? Ja, haben wir noch da. Ding, 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 ding. So. Ja, ich bin gleich da. Ich muss jetzt aber einmal noch mal ganz kurz Tee kaufen. Weil der Schwarztee ist schon wieder leer. Für 55 Dollar kann man den ja mal gerne bestellen. Zack. So. Die kosten aber auch 6 Dollar mal 20 sind so bis bei 120 Dollar. So gut. Brot. Geld. Klatsch. So. Oh. Der hatte den Tee leer gemacht. Also bei 69,90. So. Irgendwas leer? Nö, leer ist jetzt gerade mal nicht. Nö. Oh Mann, dieser blöde Husten, der geht mir so auf den Keks. Und ich kann nichts machen, da ich auch gerade die Session habe. Ist für euch das immer noch derselbe? Ne? Das könnte bis dato schon ganz anders aussehen. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Auf welcher Stamm. Aber mal Lucky-Lucky machen. Irgendwie mag ich es, wenn es so hier so dunkel ist. Finde ich halt irgendwie, hat Stil. Das auf jeden Fall. Oh. Guck mal, wie die Schatten hier reinscheinen. Ich dachte, wäre so eine Strumpfhose. Die Nudeln sind gleich schon wieder leer. Ich kann die nicht mehr nachbestellen. Ich kann die Nudeln nicht mehr nachbestellen. Und die sind schon wieder leer. Und die waren nachbestellt, ja? Die waren schon nachbestellt. Ich kann nicht mehr was machen. Wow, aber das sind ja nochmal krasse Einkäufe. 85 Dollar. Ja, du hast die letzten gekauft. Ey, haben die uns leer gekauft? Haben die uns leer gekauft? Ach du Heilige. Wie jetzt kein Bio-Juice mehr? Ach du Heilige, wir haben nicht mehr Orangensaft.
Uns geht alles aus. Uns geht alles aus. Alles geht uns aus. Das ist Hall der Graus. Blub. Meine Güte. Oh, Hallöchen, die Herren. Wow, da sind die Elo-Nudeln geblieben. Der lagert sich ein. Erwarten Sie irgendwas, Mister? Soll demnächst irgendwas passieren, dass Sie sich so viel Trockennahrung dazu packen? Muss ich irgendwas wissen? Muss ich auch irgendwie was zurücklegen? Das wäre vielleicht gut, das zu wissen. Dann sollte ich vielleicht nicht mehr hier zu viel verkaufen und ein paar Sachen. Wow, fast 7,5. Wir sind bei fast 7.500 Dollar. Meine Güte. So, wir gehen jetzt aber erstmal wieder alles nach. So, hier haben wir die Bubble Boots. So, die haben wir aufgefüllt. Die sind schon mal raus. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch Bon Papa. Die Bon Papa müssen wir nachfüllen. Bon Papa. Bon Papa ist nachgefüllt und können wir wegpacken. Der war angenehm. Sind rausgegangen. So, da können wir fast schon mal noch eine neue Chocolate kaufen. Ich glaube, wir werden auch heute mal nicht so lange machen, weil ich habe jetzt in letzter Zeit wieder einige Sessions mit euch gemacht in den Voraufnahmen. Die waren doch sehr lang. Und so kommen wir ja heute mal. Wir haben unser Regal ein bisschen, unser Dings ein bisschen erweitert und dann können wir den Rest nämlich in der nächsten Folge machen. Ach du Heilige, schon wieder leer. Ist schon geil, wenn das Lager am nächsten Abend schon wieder leer ist. Ne? So, wie viel haben wir denn gemacht heute? Wow, wir haben plus von 300 nur gemacht. Aber, hast du nicht vergessen, wir haben Erweiterungskosten von 800 bezahlt. Das ist schon mal, das musst du dir auf der Zunge zerlegen lassen. Wir haben die Überleitungs-, wir haben die Miete nicht bezahlt. Da werden wir nochmal ein bisschen drunter. Den müssen wir doppelt bezahlen. Nein! Der Schokoladenriegel, Schwarztee und... Oh, guck mal, das hat sich sogar gelohnt, dass wir den mal nachbestellt haben. Da sind wir jetzt bei 7,20 $. Der da hat sich auch nochmal erhöht. Da sind wir jetzt bei 3,80. Da sind wir bei 4,30. Irgendwas war da noch gewesen. Jetzt habe ich jetzt nicht aufgepasst. Die Nudeln sind nochmal erhöht worden. Die Nudeln. Die da. Die haben sich... Oh, guck mal, das ist jetzt bei 4 Dollar. Ja, weißt du, was wir machen? Wir können jetzt sozusagen in die nächste Folge gehen, bevor wir dann alles bestellt haben. Also, wir brauchen jetzt, jetzt müssen wir zum Beispiel wieder nachbestellen. Jetzt brauchen wir von denen zwei. Das kostet schon mal 44. Ich würde ein Brot bestellen erstmal. Mehl kannst du schon zwei bestellen. Einmal Traubenzucker. Oder Puderzucker. So, Kaffee kannst du einmal nachbestellen. Nudeln kannst du einmal nachbestellen. Machen wir mal auf jeden Fall zweimal Elo-Spaghetti. Dann war das schon mal drin. Ach ja. Und was wichtig ist, Mann, ich drücke hier mal Escape, weil ich dann, naja. So, bezahlen, 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 bezahlen. So, alles, was wir haben, bezahlen wir gleich. Finde ich immer gut, dass das alles auf der Straße liegt. Da freuen sich die Leute natürlich. Wäre cool, wenn er das so macht, dass er das mit so einem Lieferding noch anbringt, dass er das so hinbringt und sagt, hier ist die Ware, bla bla bla. Hier so ein, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Oh, warte mal. Elo-Spaghettis kommen da rein. Entschuldigung. Das wird aber jetzt erstmal so ein bisschen sein. Das ist erstmal so. Schandwitsch. Die Schandwitsch kommen erstmal da rein. Uah, eine Wand. Susu. Also, wir machen jetzt ein bisschen Susu hier rein. Und Susu haben wir wieder zu viel. Ist immer schön, dass du die halt nach und nach sozusagen nochmal nachbestellst. Und dann kannst du die Ware nochmal schön auffüllen und dann kannst du darauf ja nochmal tendenziell reagieren.
weiß nicht, ob wir jetzt schon Pick nochmal bestellen soll. Wir haben noch so viel davon drin, aber das Problem ist, du kannst das auch gar nicht richtig abfassen. Weil dann auf einmal einen Tag sagen sie, ja, heute wollen wir ganz viel Chocpick bestellen, weil du hast so wenig drin. Im Endeffekt musst du wirklich von jedem irgendwann so haben, dass du von jedem einen Karton da lässt. Ist einfach so. Wenn du von jedem einen Karton da lässt, dann kannst du dir sicher sein, dass du überall genug Geld machst. Wenn nicht, bist du am Töffes. Wie, du hast das und das nicht nachbestellt? Ey, wir wollen das aber ausgerechnet heute wollen wir es kaufen. Davor hat es uns nicht interessiert, aber du hast zu wenig davon auf Lager. Also müssen wir es jetzt kaufen. Also brauchen wir jetzt die Erdnussbutter. Eigentlich sogar so, war. Was war die Reis? Weißt du was? Den habe ich lieber trotzdem noch einmal da. Und den habe ich auch lieber einmal da. So. Schön ist echt, dass wir wirklich so viel das Geld hineingebracht haben. Dass wir trotzdem jetzt hier keine Probleme haben. Warte mal, du bist die Milch, genau. Dann kommst du kurz hier hin, dann ziehe ich dich kurz raus. Flop, 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 flop. So, dass ich erst die Milch treffe. So, dann haben wir hier natürlich die Erdnussbutter. Fehlt noch so ein bisschen so Hintergrundmusik. Aber das Problem ist immer bei so einem kleinen Entwickler dann natürlich, er braucht ja auch die Rechte dafür. Weil sonst kannst du damit ja nichts machen, sonst musst du halt dann und da und da und da noch was abdrücken, da brauchst du wirklich eher Musik, die wirklich so ein bisschen frei ist. Und der ja, ist nicht immer so einfach, wie man sich denkt, glaube ich. Ja, ich wollte den gerade wegschmeißen, aber ich brauche rotes Mehl zweimal. Rotes Mehl zweimal. Einmal Schokolade und einmal Pepitiz. Rotes Mehl zweimal. Einmal Schokolade und einmal Pepitiz. Wir brauchen Orangensaft und Turko. Orangensaft und Turko. Orangensaft und Turko. Okay. Einmal Eier, einmal Käse, einmal Milch. Einmal Eier, einmal Käse, einmal Milch. Milch, Eier, Käse. Milch, Eier, Käse. Und ich glaube, ein Wasser sollten wir auch schon mal bestellen. Und ein... wo ist denn der hin? Wasser. So. Dann haben wir jetzt auch schon mal uns auf 6.660 wieder runter. Aber man darf nicht vergessen, wir haben unser Lager jetzt mehrfach ja auch erweitert. Und haben da auch hier nochmal ein bisschen was eingefügt und. Also insgesamt sieht das Ganze gar nicht schlecht aus. So, hier mal ein bisschen Schokolade. Schokolade! Ja, auch jemand wie ich hat SpongeBob geguckt. Nein, nicht nur wegen meinen Kindern. Ich selber war ja auch mal klein. Auch wenn es ab einem bestimmten Alter nicht mehr so war. Aber den Alter, könnte man sagen, habe ich auch gerne mal SpongeBob am. Und das ist immer schön nochmal. Oder Dragon Ball Z natürlich, ne? Ja, ich weiß, wir haben die Nachrichten alle gehört. Darüber möchte ich jetzt auch dann lieber nicht reden, denn das sind eher unschöne Nachrichten. Und unschöne Nachrichten, die wollen wir uns jetzt ja nicht hier geben. Wir wollen lieber die schönen. Aber gedenken immer daran, an solchen Menschen, die eigentlich für uns auch einen großen Platz in unserem Herzen mit eingenommen haben, für die Dinge, die sie uns natürlich auch gegeben haben. So, Orangensaft, Orangensaft ist schon wieder da. La 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 la. Siehst du, das passt immer. Wir können dann 2 Tage machen und haben aber für den nächsten Tag sozusagen schon ein bisschen aufgestockt. Das ist schon mal gut. Wie jetzt, das ist immer noch eine Milch drinne. Würde mich doch wollen. Ja, gut, dann packt da noch eine Milch rein. Bio-Eier, 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 Bio-Eier. Wie jetzt? Voll, voll, voll. Wir können noch mal einmal Bio-Eier bestellen. Aber lassen wir erstmal. Wir haben genug Bio-Eier da. Ich will da ein bisschen runter jetzt von den Bio-Eiern, weil die sind eigentlich schon wirklich genug da. Auch beim Käse kann man jetzt, können wir was. Wir schmeißen das mal weg. Und nehmen mal die Bio-Eier raus und das nehmen wir auch mal raus.
Finde ich so besser. Weil zu viel bringt dir dann nachher natürlich auch nichts. Ne? Hast du zu viel davon und dann. Also jetzt haben wir auch erstmal alles wieder ready. Wir sind in den Rechnungen gleich. Wir haben das alles fertig. Ich finde, es passt. Und wir sind bei 6.660. Und ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Eigentlich müsste man jetzt sagen, wir müssten doch langsam dann in die Sortimentsvergrößerung wieder gehen. Aber wir haben auch erstmal nur 6.660. Also ich würde überlegen, dass wir vielleicht einen Tag nochmal verkaufen. Dann gucken wir, was dabei herumkommt. Vielleicht nochmal erstmal ein Regal nachbestellen. Oder zwei, weil ich glaube, wir kriegen nur Trockenware rein. Als nächstes, dass wir zwei Regale erstmal nachbestellen. Das kostet uns 400. Und dass wir dann in die nächste Lizenz dann sozusagen hineingehen. Und wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Oder erstmal nur ein von denen, weil wir eins, zwei, drei, nehmen wir mal zwei Regale, dass wir mehr davon verkaufen können. Genau, das ist dann schon mal, das sind ja dann trotzdem 1.150 Dollar, die wir bezahlen müssen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!